Ja, hallo Facebook, hallo YouTube, hier ist Dr. Robert da und ich werde mittels handwerklichem Geschickes diesen netten Herrn hier auf der Trage ein neues viertes Auge verpassen, denn ich mag es nicht, wenn etwas ungerade ist. Und von daher schauen Sie am besten jetzt weg, wenn es losgeht. Nein! Haha, und schon ist das Spiel so umgedreht. Ich werde dir jetzt hier ein so? Ich werde gebraten. Und heute gibt es Fuchrohr am Spieß, ja. Hä? Ich würde sagen, das hast du mal ziemlich vergeigt. Ja, das stimmt. Geht nicht. Naja, okay. Ich würde sagen, ich lasse das Bett da mal stehen, falls wir uns ausruhen müssen. Und herzlich willkommen zu In Fuchrohrs Let's Play Starbound. Mit Kettenspunde. Und wir wollten ja nochmal in dem Tempel. Es war schon, warte mal kurz, bevor wir anfangen, anstrengend hierher zu kommen wieder. Ne? Wir haben ja offscreen mehrere Versuche gebraucht. Es ist jetzt wieder Tag. Ja. Hier überhaupt mal durchzukommen. So, fahren wir nach rechts, links. Hast du die Trage mitgenommen? Ich wusste, ich habe was vergessen. Du, wow. Ja, ich weiß jetzt, warum wir so lange gebraucht haben. Vor allem meine Sprünge. Ja, du machst es. Ich halte hier am ersten Stein. Nimm doch das Zelt mit, hä? Ja. Gut, dann bin ich schon wieder unten. So. Also ich war das letzte Mal, war ich da hinten. Wollen wir links oder rechts? Geh mal rechts. Ich war links. Geht die Post. Man kann hier runtergehen. Mach mal hier, du machst immer zu, oder wie? Ja, ja, warum denn nicht? Das ist schlaues. Oh, guck mal, da unten, was ist das denn? Ha, das ist ein Gefangener. Was? Da unten, rechts. Ja, den müssen wir befreien. Wo? Unten rechts, unten. Ach da. Da graben wir uns hin, wir graben uns da hin, wir sind nicht blöd. Guck mal, da ist nämlich eine Wache davor, da müssen wir uns richtig aufpassen gleich. Ja, du machst es geschickt, ich merke das schon. Ah, Jange. Ah! Ey! Die wollen den befreien. Und der kloppt uns. Achtung, da hinten, die haben echt Schusswaffen direkt, ne? Ich leg's mal hin. Ja, mach du erstmal, dann. Kann ich den durch die Tür schlagen? Nee, kannst du wenn nicht. Der das haben sie gefixt. Das haben sie gefixt. Schade. Okay. Warte. Ja, die kriegen wir hin. Wir müssen halt nur auf die zurennen, dass die nicht so. Ja, aber dass wir beide gesund sind. Ja, okay. Warte. Jetzt. Eins. Okay. Du machst auf. Eins, zwei, drei. Nein. Das ist keine Tür. Oh, ja. Ah. Mit den Blasen geht's doch. Ja. Aber wir haben gelernt, dass die Gefangenen uns angreifen. Jetzt wollten wir denen einen riesen Gefallen tun. Ja. Scheiß war's. Aber, ich wollte gerade sagen. Mach mal Licht da unten ein. Ach komm, was ist das denn da alles? Drück mal. Nee, kann man nicht drücken. Schade. Ich nehm's aber mit. Oh. Spunde. Ja, du sollst doch warten, habe ich doch gesagt. Ja, das schießt ja alles auf mich. Ach so. Warte, der kommt. Bleib. Oh, der Fisch. Oh. Verlaufen. Eieiei. Guck mal hier, oh. Wie geht's dir da gesund? Noch das, geht's gut. Das ist interessant, dass die Waffen in der Kammer haben, ne? Nimm die mit. Nimm die mit. Was ist mit dem da oben? Wollen wir die alle jetzt platt machen, oder wie? Oh, gibt vielleicht Geld, vielleicht haben die eine geile Waffe. Gut, klar, es sind. Oh, der ist stark. 15. Verdammt. Ah, nee, ich sehe das, du machst das. Warum kann ich mich jetzt hier nicht hinlegen? Ah, doch. Alles gut. Okay. Ach ja. Es ist immer wieder schön, in einer Zelle eines Fremden zu pennen. Boah, jetzt habe ich gerade wieder mit der Steuerung. Aber ich würde. Vielleicht legst du dich auch nochmal hin. Ja. Ich guck mal, dass ich hier das Ding zubaue schon mal.
Schau mal, bis ihr angefahren. Ja, ich seh's. Oh. Eine schöne Schreibtischlampe. Oh ja. Hat er eben Schlampe gesagt? Was? Wie bitte? Eine Schreibtischlampe? Schlampe? Keine Schreibtischlampe. Nehme ich mit. Da ist auch die nächste Wache. Also ich warte auf dich lieber. Ja, ich komme. Ups. Warte mal, ich habe was rausgefunden. Ah, du kannst die auch. Man kann die öffnen hier oben an diesen Schaltern und dann kämpfen die sich gegenseitig da. Weißt du? Ja. Die Füchse. So, jetzt brauchen wir nur die mit dem Messer abklallt, Mann. Weil das ist schon mal ein Vorteil. Achtung, oh, weg. Was los? Komm, leg dich schon mal hin. Oder nee, es geht bei dir, ne? Gehen wir erst runter, ja, ne? Oh, was isst du denn da? Oh. Da hinten. Oh, was Riesenwaffen die haben. Wir müssen richtig auf Scharfschützen. Siehst du die? Warte. Was ist los? Nee. Meinst du, es ist gut? Ist es schnell und schädlich? Ich weiß es nicht. Du musst es mal vergleichen mit deiner anderen Waffe. Weil ich befürchte halt, dass es nicht so schnell... Oh, Mama. 10, 14... Geh da weg, der schießt 14. auf dich. Geh da weg. Ich steck mich schon mal hin. Wir müssen jetzt ein bisschen geschickt vorgehen, weil wenn wir einmal sterben, weißt du ja den Weg, ne? Da liegt auch eine Waffe. Oh, muss mal kommen. Ja, ich hab doch gesagt, warte. Schau. Oh. Scheiße. Boah, fuck, was ist hier los? Zu viel. Wir müssen weg. Ich muss schlafen gehen. Ja, okay. Nein. Shit. Pass auf, dass ich nicht verreckt. Geh eine Zelle höher, ist noch ein Bett. Ah, die Waffe ist gut, oder? Wenn du triffst. Ja, also ich sag mal, wenn nur die Messertypen kommen, dann geht's. Ja. Leg dich erstmal auch schlafen. Taktik. Jetzt ist es ja doch ein bisschen spannend hier, ne? Ja. Also... Ah gut, weil wir noch ein bisschen noobisch halt sind. Ja, weil wir halt auch... Also, ich habe keine Fernwaffe zum Beispiel, was ein bisschen blöd ist. Du hast deine Bubble Machine, theoretisch. Ich weiß nicht, ob die andere... Ja, keine Ahnung. Ah, ich finde deine Lampe, die du in deinem Zimmer hast. Die da, ne? Die. Echt cool. Das ist so ein, doch, so die hat was. Knospenlampe. Das war aber ein Fake. Fake? Ja. Ja, guck doch mal. Ja, verstehe. Jetzt habe ich die scheiß Knospe mitgenommen, ne? Ja, das Bett scheint nicht besonders bequem zu sein, weil ich scheine nicht so gut hoch. Langweilig. So. Gut. Gehen wir weiter. Ja. Lass uns probieren, ein bisschen zusammen zu bleiben. Aua. Ja. Da, diese Schreibtischlampe habe ich ja vorhin mitgenommen. Die ist schön, finde ich. Cool, nimm sie mit. Nee, habe ich eben schon eine mitgekriegt, so, also kannst du haben, meinst du? Soll ich sie jetzt nehmen? Ich glaube, ja. Ich habe aber auch schon eine. Guck mal, da ging es noch weiter runter. Ja, da geht's weiter runter. Ich gucke erstmal, ob es da noch rechts geht, theoretisch. Einfach nur, um auszuschließen, dass da vorbei ist. Auszuschließen? Was für ein hochdeutsches Wort. Da geht's nämlich... Ah. Geht's da noch weiter? Nee, da geht's nicht weiter. Wir müssen nach unten, aber ich gucke nur mal, was hier so... Da ist nämlich richtig viel Geld drin in den Töpfen. Gut, dann gehen wir nach unten. War's nichts mehr? Nee. Ich hab schon eine Menge Geld gekriegt. Langsam. So, jetzt geht's hier nämlich wieder so peu à peu runter. Ah, okay. Ja, dann. Oh, Mama. Sehe, du hast alles im Griff. Ich schlafe nochmal eine Runde. So. Auf kommt. Okay. Wenn der denkt, ne, der kann uns aus. So, jetzt sind wir hier und das war's, oder wie? Ach nö, oder? Ja, dann müssen wir jetzt wohl nach links gehen. Hier gibt's nichts mehr. Oder? Ja. Dann gehen wir jetzt nach links. Wir haben hier einfach einen Gefängnisplaneten gefunden. Ja, aber einen ganz anderen, also so einen hatte ich noch nicht. Ja. Ah! Hab's du vergessen.
Frage ist, wenn ich jetzt so einen Schalter mitnehme und eine Tür mitnehme, ob das dann übertragbar ist. Weißt du, was ich meine? Das müssten wir mal testen. Aber erstmal. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Links. Ja. Der ist kaputt. Okay. Geht's weiter? Komm. Warte, warte. Da war noch einer. Der hatte noch Geld. Ah, verstehe. Ah, jetzt bin ich da runtergefahren. Idiot. So. Sicher, sicher. Oh, jetzt hier runter. Ah, stopp, stopp, stopp. Erst nach links oder erst runter? Wir gehen runter. Da drüben ist nichts, oder wie? Da drüben war ich halt schon, da ist nichts mehr. Okay, mach mal Licht. Oh. Letzte Mal. Ja, dann lass doch hier nochmal schlafen. Hier kam ich her, genau. Stell mir mal hier das Bett hin. Wow, da sind welche. Ja, ich weiß, aber die kannst du mit deinem Bubble-Maschinen abschießen einfach, ohne dass du jetzt großartig... Ja, das ist keine Bubble-Maschine. Ich hab's versucht. Ja, das geht. Oh, jetzt werden sie auf Mut. Lass sie reinspringen. Ja, selbst dafür haben sie keine Chance. Oh, Knochenhaufen. Guck mal, wie da rüberläuft. Oh, fuck, 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 fuck. Ne. 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 Wie hast du das jetzt hingekriegt? Ich bin ein Idiot, ganz einfach. Man kann hier... Ja, du bist ein Idiot, genau. Ich bleib einfach hier. Ich warte auf dich, okay? Du weißt ja, wo ich bin. Ja, leider. Was ist das denn für ein A Log Wooden Platform? Ich war jetzt nicht so, dass es hier draußen hell ist. Wieder dunkel, oder wie? Aber ich habe ja zum Glück die Giftlöcher alle zugemacht. Also von daher bin ich ein bisschen schneller dann da. Ja. Ist halt wieder die Frage, wie die Gegner dann... Es ist halt auch sehr verlockend, trotzdem hier durch die Gegend zu latschen, muss ich zugeben. Dann... Ich hab schon mal die Gefängnistüren aufgemacht, die haben zu tun. Oh, es ist wahr. Ich hab gleich ein Problem hier. Ich erfriere und ich krieg's gerade nicht gebacken. Ah, jetzt. Da unten ist doch Lava. Ich habe so viel Inventarzeug jetzt gerade auch. Das ist total überraschend. Ich habe auch zu viel. Oh Gott, oh Gott, das ist ja schon wieder tot. Ich ahne fürchterlich. Aber ich tau wieder auf. Ein Glück. Ich habe halt dummerweise nichts zum Heilen. Ah doch, natürlich habe ich was zum Heilen. Ja? Sachen zum Tisch. Was ist los hier? Ich will doch nur zu meinem Kumpel. Jetzt wird er auch noch hungrig. Mann, Mann, Mann. Hungrig? Hungrig? Hast du was? Ja, ich hab was. Also ich kann nicht trotzdem. Immer diese betrunkenen Tiere. Kennst du das? Elefanten, die trinken ja auch gerne Alkohol, also die essen gerne gegorene Früchte. Das machen Affen auch. Es gibt da ganz viele Sachen. Also es gibt ja auch Tiere, die ganz... Also Delfine, habe ich neulich gehört, die an giftigen Fischen lecken. Echt? Kein Spaß, ja. Und genau die Dosis haben, dass sie high werden und nicht verrecken. Ja, es ist... Also naja. Interessante Geschichte auf jeden Fall. So viel zur Tiertherapie mit Delfinen.
Wir haben also auch Faustdick hinter den Ohren. Also alle, es sind irgendwie alle Lebewesen, ganz ehrlich, die so ein bisschen höheren Intelligenz gerade haben, sind eigentlich darauf aus, sich dann auf Dauer auch mal abzuschießen. Auf jeden Fall. Ah, du bist wieder, du bist auf, am Kommen. Ich hab das hier nämlich beobachtet. Aha. Ja, ja. Achso, wir sind links gegangen, ja. Nach links, ja. Ich warte auch ganz sehnsüchtig. Sag es halt die, ich muss erst nochmal pennen. Ich bin so gut wie tot. Oh. Ich hab schon mal die Hose ausgezogen. Und warte auf dich. Ach du Gott, jetzt wird's bei mir kalt. Ja, ich stehe extra in dem Licht drin. Verrückt. Ich bräuchte auch mal bessere Rüstung einfach. Das ist vielleicht eine Sache, die ich ja, als Ziel haben sollte, mir mal so eine Metallrüstung zu machen. Leder oder so. Besorgen und alles. Oder Leder, ja. Also wir sind eigentlich schon wieder viel zu lang auf dem Planeten, aber es gibt halt so aber viel, es ist halt auch spannend. Ich will halt, ich bin auch ganz sicher, dass da irgendwo wieder am Ende eine Kiste ist, weißt du? Na klar. Wo ich räubern kann, ja. Du räubern kannst. Ja. Ich bin nicht. Ich nicht. Ich hab ja schon genug. Mhm. Verstehe. Auch schon. So. Oh. Gute. Auf geht's. Achtung, ich hab hier wieder ein bisschen eine Falle gemacht, dass die nicht hier lang können. Sehr gut. Und da sind auf jeden Fall Gegner. Oh hier, die haben schon Sachen verloren. Ich habe so eine Waffe, glaube. Ah ne, das ist ein Punisher, den du hattest auch. Das hier hinten alles aufgemacht. Achtung, da unten ist der nächste. Was ist das? Oh. Achtung, Vorsicht, 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 Vorsicht. Das ist so ein Springbrunnen, oder was? Haben? Nee. Kannst du haben. Ich nehme da so eine Bürolampe mit. Ich nehme noch so eine Lampe mit, weil. Ich muss mir hier ein bisschen was wegschieben. Es wird unglaublich schnell kalt hier drin, habe ich das Gefühl. Ja. Aber echt, ey. Boah, Mann, das gibt's doch nicht. Wo ist es denn? Mach mal ein. Ja, genau. Hallo? Hallo? Perfekt. Kalte Höhle. So. Klasse Aktion. Hallo Freddy. Fuhu. Ich mach mich schon mal bereit. Guck mal. Hallo. Oh. Was? Disgusting. Das sind diese Schnellfickerhosen, siehst du? Flop, bin bereit. Was schießt du eigentlich da ab? Warte mal kurz. Ja. Nimm mich. Hi. Fisch. Okay. Geh mal weiter. Oh, guck mal da. Ist da was drin oder wie? Ja. Oh, hier ist. Achtung, komm, komm, komm. Ah! Wie war das mit dem Zusammenbleiben? Es sind viele, es sind viele, es sind viele, es sind viele. Ja. Achtung, die kommen. Ich bin nicht mehr so fit. Ich will am liebsten schlafen. Freddy wird nicht tot, wenn es geht. Werd nicht tot. Auch eine schöne Aussage. Inventory. Also ich habe jetzt gerade so viel drin, dass es unübersichtlich wird, muss ich sagen. Ja, bitte? Och, nix. Nur so. Ich weiß auch nicht. Ah, du bist. Ja, ich verstehe. Okay. Mhm. Ja, ja, nee, ist klar, ne? Ich mach noch einen kleinen Nap und dann komm ich wieder zu dir. Du solltest dich vielleicht auch nochmal heilen. Ja. Aber hier unten ist nichts mehr. Nicht? Nee. Außer 5 Pixeln ist da unten nichts mehr. Es hat sich also richtig gelohnt. Ich habe eine Taschenlampe. Nee, ich habe keine Taschenlampe, sondern Flare. Ja. Das ist ärgerlich. Ja. Aber gut, wir sind schlauer. In dem Orb ist nichts drin.
Wesenstief. Was ist der Flair? Was kannst du mit der Flair machen? Das ist wie eine Fackel halt, ne? Das sind ja diese diese bengalischen Feuer sind das, glaube ich, oder? Ja, hat sich nicht so gelohnt. Aber ich nehme mal den Mechanismus hier mit. Und guck mal den anwenden. Wenn ich so eine Tür mitnehme, ob ich die dann selber anwenden kann, weißt du? Für ein zukünftiges Haus vielleicht. So. Ich gehe gerade hoch. Ja, ich merk's. Wollen wir gucken, dass wir mal vielleicht unsere Ressourcen, die wir jetzt gesammelt haben, wieder umwandeln? Ja. Bin immer im Raumschild. Dass wir dann gucken, dass wir vielleicht Sachen bauen können. Und halt eventuell... Was habe ich denn eigentlich? Ah, bitte nicht sterben. Danke. Ah, viel Hammer. Also ich hab hier nochmal 11 Goldklumpen und nimm mal hin. Ja. So, einiges an Holz haben... Weiß ich gar nicht. Ja, Holz haben wir diesmal nicht so viel. Bist du schon oben oder im Raumschiff? Ja, ich bin schon oben. Ich hab mich mal verpisst. So, wie haben wir denn... So, ich guck mal. Einmal Gold. Ich mach's direkt zu Goldbarren, ja. Ja, klar. Was haben wir noch? Ich werde auch mal ein bisschen aussortieren hier mein Inventar. Die ganzen Fallen. Wo ist er denn ein? Ganzen Baumarten, die brauche ich ja wirklich nicht. Ne? Wir müssen ein Päuschen machen. Oh, sind wir schon? Ich würde sagen, wir können ja noch sortieren, aber wir machen hier an der Stelle Schluss. Oder? Schluss für heute. Ja. Gut. Von daher, tschüss. War nochmal spannend. Tschüss, bis dann. Gut. Und ich kniet nieder vor unserer Beschaffenheit. Jetzt habe ich auch mein Zelt wiedergefunden. Ist schon sehr seltsam. Okay. Und tschüss. Tschüss. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe doch, ihr hattet Spaß, aber es sind doch dezente Fragen aufgekommen, zum Beispiel, warum haben uns die Insassen angegriffen, obwohl wir sie befreien wollten? Warum hat der Spunde und der Admiral Oberster Namen von Käsemischmasch und wieso hört ihr überhaupt immer noch zu? Das findet mir natürlich klasse und die Antwort ist einfach, weil ihr Fruchors Let's Plays der Hammer findet. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich alles Beste und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut! Hold on, stay strong for the fight against the ones that pour you down all the time. Look for those who will ever stay.